So, und damit recht herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge TKKG Tödliche Schokolade. In den letzten Folgen haben wir ja schon einige Informationen sammeln können. Wir haben auch schon ein erstes Beweisstück und waren jetzt gerade mit Karl in der Apotheke und ja, haben dort mit dem Herrn Apotheker gesprochen. Ich weiß leider seinen Namen schon nicht mehr. Genau, waren vorher auch schon in der Firma Sauerlich. Zu der Burg gehen wir gleich. Ich würde jetzt erst nochmal zum Kiosk gehen und schauen, was der Herr Pepper uns da noch zu sagen hat. Hallo, Herr Peper. Tag, Karl. Was ist das denn Da hier? unten steht so eine merkwürdige Abkürzung. Weißt du, was das heißt? Ja, das ist eine Adresse im Internet. WWW steht für World Wide Web, was so viel heißt wie weltweites Netz. Die Endung com bedeutet, dass es eine amerikanische Seite ist. Und hier findet man alles über die Wild Girls. Zum Beispiel Tourneedaten oder kann Autogrammkarten bestellen oder sich mit anderen Wild Girls Fans elektronische Briefe schreiben, also E-Mails. Gut, da kann der Herr Pieper wahrscheinlich nicht so unbedingt so viel mit anfangen. So als Besitzer von Zeitungsladen um die Zeit rum, wo dieses Spiel spielt. Naja, aber trotzdem danke nochmal für die sehr gute Erklärung. Was haben wir denn hier jetzt in diesem Magazin? Okay, wir können uns die Sachen jetzt einfach nur nochmal anhören, okay? Also nichts Neues, es liegt keine weitere oder andere Seite auf. Okay, gut, dann sprechen wir mit dem Herrn Pepper. Wie geht es denn Katja? Wie geht es Katja? Katja ist doch die Tochter von Herrn Klockner, dem Polizist. Ich bin total Haben verwirrt. Sie das neue Pop-Shock mit dem Special über die Wild Girls? Erstmal mit Wie geht es Katja. denn Katja? Ach so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Gott, Kai, lang dir erstmal an den Kopf, ey. Katja und nicht Gabi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Herren, also das kann auch echt nur, weiß ich nicht, wem passieren. Also mir sollte das eigentlich nicht passieren. Mir als ehemaliger TKKG-Fanboy. Aber wie gesagt, es ist wirklich 100.000 Jahre her. Katja geht's prima. Die Entscheidung, die Klasse zu wiederholen, war goldrichtig. Mathe ist jetzt kein Problem mehr und sie geht nicht mehr so ungern zur Schule. Ja, kann sein. Kann sein, dass es der, also dass das der erzielte Effekt ist, wenn man eine Klasse wiederholt. Aber es gibt auch Leute, wie mich zum Beispiel, der auch schon mal eine Klasse wiederholt hat. Ja, ist nicht unbedingt so geil, dass dann Leute quasi an einem vorbeiziehen. Aber damals war es eigentlich ganz gut, weil ich habe eine Klasse wiederholt, bin aber zeitgleich auf eine andere Schule gekommen. Deswegen war das dann nicht so ein großes Problem. Na, es war trotzdem ein Problem dadurch, dass man so ein bisschen einen Dämpfer bekommen hat, so von wegen, oh, wiederholen, ne? Und so von wegen, oh, wie blöd kann es sein, dass du es nicht schaffst. Aber ja, doch nochmal abgedämpft dadurch, dass ich eben auf eine andere Schule gekommen bin. Das war eigentlich ganz cool. So, dann gehen wir nochmal zum Herrn Peper zurück und stellen ihm noch die andere Frage. Haben Sie das neue Pop-Shock mit dem Special über die Wild Girls? Ja, Schock. Hast du's? Tut mir leid, Karl, das war sofort ausverkauft. Aber heute ist die neue Hello gekommen. Da ist auch irgendwas über die Wild Girls drin. Ja, die haben wir uns ja schon angeschaut. Da haben wir auf jeden Fall schon ein paar Sachen ja, rausbekommen. Okay, vielen Dank, Herr Pieper. So, und dann gehen wir hier direkt weiter. Ne? Machen wir wie gerade eben auf, machen wir hier einfach das Rondell und gehen zum Anwesen der Sauerlichs. Und klingeln mal bei Bertha. Hallo, Bertha. Guten Tag, Karl. So. Bertha, ist Ihnen in den letzten Tagen etwas Ungewöhnliches aufgefallen?
Okay, und? Ist Frau Sauerlich zu sprechen? Die haben wir als Tim ja schon oben auf der Burg gesehen. Aber ich würde erst mal fragen, ob ihr irgendwas aufgefallen Bertha, ist. Bertha, ist Ihnen in den letzten Tagen etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, mein Junge. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Alles war in schönster Ordnung. Bis dieser schreckliche Anruf kam. Tschüss. Tschüss. Immer so dieses, ja, okay, jetzt geh bitte. So, dann fragen wir jetzt noch die andere Frage. Guten Tag, Karl. Ist Frau Sauerlich zu sprechen? Nein, sie ist spazieren. Ach, sie war heute so nervös, da habe ich ihr geraten, noch mal rauszugehen. Ach so. War ein guter Rat. Sehr gut. Tschüss. Ciao. Schönen Tag noch. So, dann gehen wir mal hinten zum Tom. Hi, Herr Hoffmann. Grüße Sie, Dr. Vierstein. So, jetzt gucken wir hier hinten nochmal bei die Flaschen. Oh, die bringe ich in den nächsten Tagen zum Glascontainer. Okay. So, was können wir mit ihm noch ansprechen? Was anderes als mit Tim? Mit ihm können wir sprechen, aber ich glaube, wir quatschen mal eben über die Wild Girls, oder? Wie kann sich ein Mensch nur so verändern? Sally war doch früher ganz normal. Glaub bloß nicht, dass das an Sally liegt. Sie ist im Grunde ein guter Mensch. Roger, dieser Mistkerl, ist an allem schuld. Ja, Tom, ich glaube, Da muss dir mal jemand die rosa-rote Brille abziehen. Also es liegt nicht daran, dass sie eine Frau ist, aber es können auch Leute sich selber verändern. Da muss nicht unbedingt jemand immer von außerhalb einwirken, sondern jemand kann auch von sich aus, vielleicht mit einem Anstupser von außen, aber von sich aus trotzdem sich selber in eine krasse andere Richtung entwickeln. Ja, lassen wir das einfach mal so stehen. Hast du schon gehört, dass Herr Sauerlich erpresst wird? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Wann hast du Sally das letzte Mal gesehen? Okay. Hast du schon gehört, dass Herr Sauerlich erpresst wird? Klar, sowas spricht sich schnell rum. Alle sind total nervös. Bertha soll schon 2 Kilo abgenommen haben. Und Sauerlich läuft rum wie ein Tiger im Käfig. Okay, wir müssen leider hier nochmal zurück, um die andere Frage noch fragen zu können. Das hätten sie tatsächlich ein bisschen anders machen können. So. Wann hast du Sally das letzte Mal gesehen? Ja, und? Moment mal. Das war genau vor 1 Jahr, 2 Monaten und 3 Tagen. Da hat sie mir aus heiterem Himmel verkündet, dass sie jetzt mit Roger von der Plattenfirma zusammen sei. Und der hat ihr natürlich erzählt, was für eine tolle Karriere sie mit den Wild Girls vor sich habe. Sie sagte, sorry Tom, such dir eine, die besser zu dir und deinem grünen Daumen passt. Tja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich liebe sie immer noch. Das kann man auch gut verstehen. Aber komm drüber weg. Okay. Mit Karl konnten wir jetzt aus Tom nicht so viel rausbekommen. Aber schauen wir mal beim Golfclub, was wir da so rausfinden können. Nur für Mitglieder, hatten wir auch vorhin schon. So können wir leider auch nichts wirklich anfangen. Na, dann quatschen wir mal. Guten Tag, was wünschst du? Ich möchte mich bei Ihnen mal umschauen. Das wird nicht gehen. Zutritt nur für Mitglieder. Okay. Ah, vielleicht ist Gabi. Vielleicht wird... Ah nein, Klüschen. Klüschen könnte als Mitglied angesehen werden. Da schauen wir gleich mal. So, gehen wir hoch zur Burg. Zur Frau Sauerlich. Wenn ihr noch da Guten ist. Tag, Frau Sauerlich. Grüß dich, Karl. Hat
ihr Mann Feinde? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Glauben Sie, dass ein Angestellter Ihres Mannes mit der Erpressung zu tun haben könnte? Auch eine sehr interessante Frage. Nein, Hermann ist ein sehr fairer Geschäftspartner. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand von ihm übervorteilt fühlen kann. Ja, vielleicht nicht unbedingt Geschäftspartner, sondern... Hier war doch... Okay, das war die Apotheke. Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt, ob es hier nicht doch noch irgendwo ein anderes... eine andere Location gibt, wo man noch hingehen kann. Guten Tag, Frau Sauerlich. Grüß dich, Karl. So. Glauben Sie, dass ein Angestellter Ihres Mannes mit der Erpressung zu tun haben könnte? Okay. Ich überlege natürlich auch, wer wohl ein Motiv haben könnte. Aber jemand aus der Firma? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, sind meistens sind es die Leute, die sehr nah an einem sind, ne? Die sehr dicht mit einem selbst verbunden sind. So, wir waren jetzt auch mit dem Karl überall, glaube ich. Beim Kiosk waren wir, in der Firma waren wir und in der Apotheke. Dann würde ich mal zu Klößchen wechseln und einfach nochmal bei Karl vorbeischauen. Der wird gerade eben selbst waren. Und lassen uns dann nochmal auf den neuesten Stand bringen. Hi, Willi. Hi, Karl. Oh, ich habe einen Riesenhunger. Hast du irgendetwas Süßes da? Meine Mutter hat einen Marmorkuchen gebacken. Super! Genau sowas brauche ich jetzt. Okay, vielleicht sollten wir erstmal... Wir machen einen kurzen Schlenker zurück. Ich möchte mich nämlich nochmal als Tim bei Karl auf Neustadt Stadt bringen lassen. Ich fasse zusammen. Der Täter muss jemand sein, der einerseits Zugang zu Klinikpackungen mit Schlafmitteln hat, also Arzt oder sowas ähnliches. Andererseits weiß der Täter aber auch über Schokoladenproduktion Bescheid. Stimmt. Und was könnte sein Motiv sein? Da tippe ich auf pure Geldgier. Unser Täter scheint Geldprobleme zu haben. Okay, na gut, da kam jetzt leider nichts anderes bei raus. Dann gehen wir mit Klößchen weiter und fangen auch wie sonst vorher einfach nochmal bei der Apotheke an. Guten Tag. Guten Tag. Was darf es sein? Okay. Ich gucke hier auch erst nochmal, was wir hier uns hier so anschauen können. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass er hier nochmal hier in das Gutzelglas greift, ne, was es früher eigentlich immer und überall gab, aber was ich auch jetzt so schon länger nicht mehr gesehen habe, sind jetzt eher nur noch irgendwelche Schalen mit irgendwelchen zugepackten Bonbons drin. Und früher waren das halt einfach irgendwelche Gutzel in irgendeinem Glas mit so einem Schraubverschluss. Und da konnte man einfach da reingreifen, das ausnehmen, was man wollte. Die guten alten Zeiten, ey. So, dann wollen wir mal. Meine Freundin und ich versuchen etwas über Schlafmittel herauszufinden. Okay, ist Somnodorm ein gefährliches Medikament? Dann machen wir erstmal das. Schlafmittel sind bei Missbrauch eine gefährliche Sache. Wenn du zum Beispiel nicht schlafen kannst, solltest du mehr Sport treiben. Das ist das beste Schlafmittel. Würde dir aber sowieso nicht schaden. Oh Gott. Also das wäre heute direkt gecancelt. Weg damit. Mit so einer Aussage. Ach du Scheiße, aber er lässt nichts anbrennen. Ist Somnodorm ein gefährliches Medikament? Alle Schlafmittel können schädlich sein, wenn sie überdosiert werden. Außerdem verändern Schlafmittel den natürlichen Schlafrhythmus. Okay. Wahrscheinlich eher, weil sie so ein bisschen benebeln, als wirklichen Schlaf auszulösen. Warte mal, wir konnten doch gerade eben auf das Plakat schauen. Jetzt, okay, schauen wir jetzt mal drauf. Warum jetzt hier bei der Waage nichts, ne? Hätte ich jetzt eher erwartet, bei so einer Aussage davon ihm gerade, hätte ich jetzt eher erwartet, dass wir ja mit Klößchen noch irgendwas auf der Waage auswählen können. Sind das alles giftige Pflanzen? Sogar Maiglöckchen und Fingerhut sind giftig. Ja, sehr giftig.
Der Fingerhut zum Beispiel enthält ein Glykosid, das die Kontraktionskraft des Herzmuskels verbessert. In kleinen Mengen wird dieser Stoff also als Medizin. Nimmt man aber zu viel davon, so schlägt das Herz schnell und schneller, bis man einen Kreislaufkollaps erleidet und im ungünstigsten Fall stirbt. Tom. Okay, gut, jetzt waren wir in der Apotheke. Jetzt gehen wir mal in unser Homeland, in die Firma Sauerlich. Mit ihm schauen wir auch erstmal nochmal in der Mülltonne, wie wir können. Uff, naja, Männer müssen auch mal schwach sein dürfen. So ist das. Gut, dann gehen wir direkt mal zu Herr Blender. Tag, Herr Blender. Guten Tag, Willi. Okay. Können wir mit ihm noch hier irgendwas machen? Hätte ich jetzt auch erwartet, dass man hier einfach mal noch eine Tafel Schokolade wegnehmen kann. Das wäre eigentlich... Können wir das nicht später sogar? Ich glaube, mich da an irgendwas erinnern zu können. Meine Freundin und ich versuchen rauszufinden, wer das Schlafmittel in die Schokolade gemischt hat. Okay, haben Sie manchmal Schlafstörungen? Oh. Das ist eine krasse Frage, aber wir stellen erstmal die erste. Meine Freundin... Ach, Willi, ich wünschte, ich könnte dir helfen. Wir haben alles untersuchen lassen. Den Zucker, die Kakaomasse und das Milchpulver. Alles tipptopp in Ordnung. Und das bedeutet, das Schlafmittel ist irgendwo hier im Werk in die Mischung gelangt. Eine entsetzliche Vorstellung. Aber es ist schon krass, wie er immer so auf diesem Thema rumreitet, aber er einfach der bisher am krassesten, verdächtigste Typ ist. Das ist schon crazy. So, dann stellen wir ihm nochmal die andere Frage. Haben Sie manchmal Schlafstörungen? Das ist jetzt mal eine krasse Frage, ey. Nein, ich bin immer rechtschaffend müde. Die Arbeit, das Handballtraining und mein Kleingarten sorgen dafür, dass ich prima schlafe. Oh. Herr Blender. Das ist... gelinde gesagt, etwas suboptimal, diese Aussage. Das ist etwas suboptimal. Sollen wir hinten nochmal bei den Bildern schauen? Ich weiß nicht, ob er da immer noch dieselben Sachen sagt. Was treibst du denn für einen Sport? Ich bin nicht sehr sportlich, wie man sieht. Aber meiner Mutter zuliebe spiele ich etwas Tennis. Oh. Okay. Aber er will wahrscheinlich auch hier wieder dieselben Sachen sagen. Der da neben mir, der mit den abstehenden Ohren, das ist Max Port. Ja, okay. Er wird hier auch immer wieder dieselben Sachen sagen. Okay, gut. Dann, Herr Blender, bis neulich. Dann gehen wir mal zu unserem Vater. Hoffentlich findet Vater bald wieder eine neue Sekretärin. Noch 3 Wochen ohne Hilfe und der dreht durch. Das glaube ich, ne? Also bei so einer großen Firma. Und dann muss man alles selber managen und alles irgendwie selber organisieren. Das ist sehr, sehr anstrengend. Tag, Vater. Tag, Junge. Na, Vater, wie ist es? Was läuft? Meinst du, Tom könnte etwas mit der Erpressung zu tun haben? Ah, okay, jetzt kommt langsam Butter bei die Fische. Was denkst du über Tony Blender? Erstmal mit meinst Tom. Du, wie kommst du denn auf die Idee, Junge? Tom hat nur Grünzeug und seine, wie heißt sie noch, Sally im Kopf. Er hat ein Händchen für exotische Pflanzen, aber kriminelle Energie ist mir bei ihm noch nicht aufgefallen. Man muss nur mal gucken, was für ein Motiv er haben könnte. Mick, 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 mick. Der Nasepopler. So, dann gehen wir nochmal zu Vatern eben. Und fragen mal noch die andere Tag, Vater. Frage. Tag, Junge. Was denkst du über Tony Blender? Willi,
Hör endlich auf, Detektiv zu spielen und diese völlig unsinnigen Verdächtigungen auszusprechen. Die Polizei kümmert sich um den Erpresser und du kümmerst dich um deine Lateinvokabeln. Ist das bei dir angekommen? Ja. Ja, Vater. Ist doch gut. Ich will doch nur helfen. Ich sehe doch, dass du sinnbildlich im Kopf die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Ich möchte dir doch nur helfen. Ich möchte helfen, dass alles so schnell wie möglich wieder in die richtigen Bahnen kommt. Versteht es doch. Kann man natürlich als Lüschen in dem Alter so nicht sagen. Aber Vater, bitte aus der Zukunft lass es dir gesagt sein. Ich will dir nur helfen. So, dann waren wir in der Apotheke. Wir waren in der Firma Sauerlich. Und dann würden wir jetzt noch beim Zeitschriftenladen vorbeischauen. Tag, Herr Pieper. Hallo, Willi. Ja, fragen wir mal auch noch hier nach den Wild Girls. Brauchen Sie das Plakat noch, wenn das Konzert vorbei ist? Nein, ich würde es wegwerfen. Bloß, ich hab's schon meiner Tochter Katja versprochen. Tut mir leid. Ah, okay. Ja, ich hätte es uns auch gerne genommen. Haben Sie schon die neue Hello? Da soll ein Bericht über die Wild Girls drin sein. Warum fahren die eigentlich alle auf diese Wild Girls ab? Auch Klößchen. Das ist erstaunlich. Ist Ihre Nichte Cindy nicht auch bei den Wild Girls? So, aber fragen wir erstmal. Haben Sie schon die neue Hello? Da soll ein Bericht über die Wild Girls drin sein. Die liegt da vorne. Hab eben gerade mal reingeguckt. Viele Fotos aus alten Zeiten. Auf einem Bild sind sie alle drei zusammen drauf. Sally, Cindy und Sam. Mit meiner Katja vor der Schule. Tja, ist lange her. Ja, okay. Ja, wir können hier auch direkt mal in die Hölle schauen. Wir können uns das nochmal vorlesen lassen, denke ich. Aber passt dann soweit erstmal. Gut, wir gehen nochmal zurück und fragen noch die andere Frage. Ist Ihre Nichte Cindy nicht auch bei den Wild Girls? Ja, leider. Eigentlich heißt sie ja Erika, jetzt nennt sie sich Cindy. Naja, sie wird immer übergeschnappter. Meine Schwester, ihre arme Mutter, weiß gar nicht mehr, was sie tun soll. Für Cindy dreht sich die Welt nur noch um Klamotten, Autos und Partys. Mit 17. Okay, gut. Gut. Perfekt. Das läuft ja wie am Schnürchen. Gut, dann gehen wir mal eben nach Hause. Und quatschen mal mit der Bertha. Hi, Bertha. Hallo, Willi. Ach, Bertha. Ist jemand zu Hause? Wie schön, dich zu sehen. Ist jemand zu Hause? Oder? Ich habe Hunger, Bertha. Gibt's was Schokoladiges? Okay. Ist jemand zu ist Hause? Jemand zu Tut mir leid, Willi. Deine Eltern sind nicht da. Naja, auch gut. Ich komm trotzdem mal rein. Oh, okay. Ich wollte eigentlich noch fragen, ob es irgendwas zu essen gibt, aber es ist trotzdem cool. So, hier haben wir sehr stilvolle Einrichtung. Hier haben wir da haben wir das Telefon. Da können wir bestimmt gleich hingehen. Sofa, ja, ist ein bisschen, ich würde sagen, ist ein bisschen ungemütliches Sofa. Aber ich glaube, das war damals noch ein bisschen mehr in Mode. Vor allem in solchen, Personenkreisen. Dann wollen wir doch mal zum Telefon gehen. Na los, jetzt aber schnell, Willi Sauerlich. Dein Vater kann jeden Augenblick zurückkommen. Okay, dann wollen wir uns mal eben die Nachrichten auf dem Band anhören. Sauerlich, halten Sie die 100.000 in kleinen Scheinen bereit. Die Geldübergabe erfolgt übermorgen. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich mache alles, was Sie verlangen. Wo soll die Übergabe stattfinden? Ich melde mich wieder. Okay. Bei Sauerlich. Was ist das bloß für ein Geräusch im Hintergrund? Golf. Das ist der Golfplatz.
Das ist ein Golfschlag. Bei Sauerlicht. Guten Tag. Ich würde gern Frau Bertha Petersen sprechen. Ja, am Apparat. Guten Tag, Frau Petersen. Hier spricht Anton Blender. Wir haben uns beim Sommerfest in der Villa Sauerlicht kennengelernt. Sie erinnern sich? Ach, ja, natürlich. Sie sind der nette Herr mit dem lustigen Bart. Ich würde Sie gerne mal wiedersehen. Was halten Sie von einem kleinen Spaziergang? Sehr gerne, aber bitte entschuldigen Sie, mir brennt gleich die Suppe an. Rufen Sie mich morgen nochmal an, ja? Sehr gerne. Auf Wiederhören und gutes Gelingen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Okay, okay, der Herr Blender. Sei sauerlich. Tim Carsten, hallo Bertha. Ich würde gerne Willi sprechen. Ach, hallo Tim. Willi ist nicht hier. Ich weiß auch nicht genau, wann er kommt. Danke, Bertha. Ich versuche es später nochmal. Oh, wie cool, dass auch so Sachen aufgenommen sind, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, so für zwischenrein. Voll cool. Damals war alles immer noch so ein bisschen mehr mit Detail. Sauerlich? Hallo Schatz, ich bin's. Ich werde hier auf dem Golfplatz aufgehalten. Ich kann also zum Abendessen nicht da sein. Sag Bertha, dass sie dir eine Kleinigkeit fertig machen soll. Und falls du Klößchen siehst, der soll seine Vokabeln lernen. Okay, mach ich. Bis später dann. Bis später, Küsschen. Küsschen. Soll seine Vokabeln lernen. Nichts wie weg hier. Ach ja, wie gut. Wie gut. Okay, ja, auch da haben wir erstmal noch mal ein paar Sachen an Informationen dazu bekommen. Ne, mit dem den Erpresser haben wir gehört. Und den Herr Blender haben wir auch noch mal gehört, der sich so ein bisschen an die Bertha ranmacht. Kann auch interessant werden für uns. Sei gegrüßt, Meister der Gardenie. Mach dich nicht lustig über mich, Willi. Bin schon deprimiert genug. So, und was ist mit den Flaschen hier? Tom, sind das alles deine Schnapsflaschen? Psst, Willi, verrate mich bloß nicht. Hin und wieder genehmige ich mir ein kleines Schlückchen. Aber das hat bald ein Ende. Versprochen, auf sicher. Oh, auf sicher? Was ist das denn für eine Aussage hier? Das ist ja genauso wie heutzutage jetzt in ist auf süß und auf knackig und auf Dings und Blums und auf sicher. Genauso viel sowas wie du kannst ja sicher sein. Okay, crazy. Okay, mit dem können wir wahrscheinlich auch, mit Klößchen können wir wahrscheinlich auch wieder nur über dieselben Sachen mit ihm reden. Aber schauen wir mal, was er zu uns sagt. Du solltest das Plakat echt abnehmen. Es quält dich doch nur, wenn du immer zu Sally anschauen musst. Ach ja. Was, ich will sie doch gar nicht vergessen. Ich bin sicher, dass sie eines Tages zu mir zurückkommen wird. Tom, wir müssen echt mal ein ernstes Hörnchen miteinander reden. Ich muss dir mal über Sally was erzählen. Ach, Kopf hoch, das wird schon wieder. Sally ist nicht die einzige Frau auf der Welt. So ist das nämlich. Meine Mutter ist total begeistert von der rosa Gardenie, die in der Halle steht. Das wird schon wieder. Sally ist nicht die einzige Frau auf der Welt. Genau, andere Töchter haben auch schöne Mütter. Ach, Willi, du hast ja recht. Trotzdem könnte ich heulen, wenn ich mir Sally mit diesem Roger vorstelle. Aber was soll ich machen? Als kleiner Gärtner kann ich ihr außer Blumen halt nichts bieten. Oh, ist aber schon eigentlich nicht schlecht. Ja, muss halt ein bisschen seine runterschrauben, so als Star, aber sollte man vielleicht sowieso etwas bodennah sein, als total abgehoben. Meine Mutter ist total begeistert von der rosa Gardenie, die in der Halle steht. Ja, die ist gut gekommen, finde ich auch. Aber was sind schon Blumen, wenn es um die Liebe geht? Sally und ich waren so glücklich. Manchmal wünsche ich mir insgeheim, dass sie nie diesen blöden Nachwuchswettbewerb gewonnen hätte. Naja, die Gardenie ist gekommen.
Sally nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tom. Es tut mir so leid. Ach Gott, es tut mir so leid. So, aber das soll es auch bis hierhin erstmal gewesen sein. Ne, wir kommen gut voran. Wir kommen wirklich sehr gut voran. Und bekommen sehr viele Informationen. Und ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Netz um gewisse Leute zieht sich auf jeden Fall enger. Das aber auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal bis hierhin. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euch eine gute Zeit, euer Kai. Ciao.